Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Fußball Manager 18 in der Köln-Karriere, in der letzten Folge. Ja, die gab's für euch nicht, denn beim Aufnahme, wo ich auf Aufnahme ausgedrückt habe, hat OBS entschieden abzustürzen und die Folge war weg. Sie wurde nicht gespeichert, OBS hat die Folge einfach mit in den Abgrund gerissen. Deswegen haben wir oder habt ihr das Spiel gegen Leverkusen leider nicht mitbekommen. Davor die Folge haben wir gegen Leipzig verloren. Ich habe ein bisschen was an der Taktik geändert und es hat, denke ich, Früchte getragen. Gegen Leverkusen haben wir 3:0 gewonnen. Ja, da können wir auch gerade nochmal auf die Ergebnisse gucken. Da gab es Tore von Impact, von Mirino und von Markus. Die haben nämlich sehr, sehr gut gespielt. Ja, wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir machen jetzt auch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ja, schon fast. Wir gehen nicht mehr mit so einem riesen Tempo in die Partie. Wir haben den Einsatz extrem runtergeschraubt. Ich kann das gerade einmal zeigen. Unsere Abwehrreihe geht ein bisschen weiter nach vorne. Wir spielen auf Abseitsfalle. Wir machen ein bisschen längeres Passspiel. Wir haben keinen Spielmacher, sonst hat sich, glaube ich, nicht wirklich viel geändert. Anweisungen habe ich in der Offensive nochmal ein bisschen überarbeitet. Unsere Außenverteidiger greifen jetzt auch mit an. Und ja, laufwegemäßig hat sich nicht viel geändert. Offensiv hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Ich habe ein bisschen die Leute noch ein bisschen verschoben. Fabian ein bisschen was nach links, João Mario ein bisschen was nach rechts, Mirino ein bisschen was zentraler. So, dass er aber trotzdem noch auf dem zentralen Mittelfeldposten ist und alles in allem hat das sehr, sehr, sehr gut funktioniert gegen Leverkusen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie es so weitergeht. Wir spielen jetzt gegen Stuttgart heute. Stuttgart momentan auf dem 12. Platz. Müssen wir gewinnen auf jeden Fall, also da führt kein Weg dran vorbei. Dann hat sich Wanyama verletzt für 20 Tage. Das heißt, Tim momentan unser Stammspieler. Sascha ja immer noch gefühlt ein halbes Jahrhundert gesperrt jetzt. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen rein in das Spiel, gucken mal, ob die Taktik heute auch gegen Stuttgart Früchte tragen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir schauen mal, gehen rein. Bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, nicht wundern, ich mache mir gerade einen Tee, weil meine Stimme irgendwie in den letzten Tagen ziemlich im Arsch ist. Ich habe das Gefühl, ich werde krank, was gar nicht so geil ist. Deswegen gibt es für mich gerade Tee. Wir gehen ran gegen Stuttgart. 13. Platz momentan, 12. Platz. Müssen wir gewinnen. Schöne Kombination. Lars trifft, steht knapp am Abseits. Danach wird ein Schuss von ihm abgefälscht. Kennen wir. Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ah, Ecke von uns, etc. Trifft die Latte des eigenen Tores. Hätte schief gehen können. Warum geht's denn nicht einfach mal schief? Und entschuldigt, wenn ich so ein bisschen am Schreien bin. Aber ich habe die letzten Aufnahmesessions meine großen Kopfhörer nicht mehr benutzt, weil die kaputt waren. Die habe ich jetzt repariert. Entschuldigt die Löffelgeräusche im Tee. Die habe ich repariert und jetzt wieder auf und habe das Gefühl, ich muss ultra schreien, damit ich mich verstehe. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Flanke von Daniel, fehlt ein bisschen Überzeugungskraft. Wir sagen mal Konzentration zur Mannschaft. Aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus, was wir hier machen. Wir kommen eigentlich relativ gut in die Partie rein. Angriff über Mirino und João Mario, der flankt flach nach innen. Unsicherheiten bescheren uns eine Ecke. Und momentan sieht es so aus, als würden wir das Spiel auf unserer Seite behaupten. Ecke da, Wiedwald zögert beim Herauslaufen, bringt sich selbst in Schwierigkeiten, kommt aber am Ende vor Impact ran und kann hier weitere Schwierigkeiten für Stuttgart verhindern. Aber wir müssen langsam jetzt mal was Zwingendes machen, Freistoß von João Mario aus 24 Metern. Er kann ihn gerade noch entschärfen, Wiedwald. Fällt wie eine Schildkröte auf den Rücken. Und wenn wir das jetzt mal so sehen, wir haben schon wieder Chancen, Chancen, Chancen ohne Ende, aber wir machen einfach keine einzige Ecke. Impact nach guter Kopfballgelegenheit, trifft den Ball nicht richtig, geht am Tor schon wieder vorbei. Das muss einfach besser werden, ja, sowas, das ist... Wir haben Chancen ohne Ende, Stuttgart kommt hier geradezu gar nichts in der ersten Halbzeit. Schöner Ball von Luca auf Lars,
Der dreht sich, wird aber zurückgepfiffen, war abseits. Haarscharf, aber es war abseits. Und ja, dann kommt auch noch ein bisschen Pech dazu. Wir sehen hier, wir machen das Spiel absolut. Ja, momentan mehr durch die Mitte. Ja, viel durch die Mitte momentan. Aber es ist momentan noch nicht zwingend genug hier. Also wir müssen jetzt mal für Resultate sorgen langsam. Weil das Spiel, was wir momentan machen, sieht auch sehr, sehr gut aus. Die Noten, die sehen auch ja bei Impact jetzt nicht ganz so überragend aus. Aber zumindest im Mittelfeld sieht es auch sehr, sehr gut aus. Vor allem bei Fabian und Mirino. Das ist sehr, sehr gut momentan. Mirino schickt mit einem langen Ball Impact auf die Reise. Der flankt auf Fabian, aber Sven Mertel kann da den Ball abgrätschen. Und so langsam muss hier doch mal was passieren, Mann. So langsam muss hier doch mal was passieren. Marios Ball beweist hier perfektes Timing nach der Ecke von João Mario. Und wir sind hier so hart überlegen in der ersten Halbzeit. Wir bekommen Möglichkeiten ohne Ende. Gegnerische Defensive reißt aber mal wieder alles hier. Fabian legt schön auf für Impact, der verzieht. Muss er mehr machen. Der schussgewaltige Superstar. Und jetzt verletzt sich hier Alexander Zetterer, Innenverteidiger, Knöchelbandriss. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, glaube ich, bis jetzt. So wie jeder in der Defensive. Hatte die Note 1. Könnte uns vielleicht reinbringen. Ja, aber jetzt muss ausgewechselt werden. Einer der besten Leute in der Defensive muss da raus. Ich meine, die Defensive nimmt sich momentan sowieso nicht viel bei Stuttgart. Guter Angriff von Stuttgart jetzt. Wolf viel zu unkonzentriert. Schuss geht am Tor vorbei. Also bei uns ist momentan irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, die Chancenverwertung, da hapert es gerade echt krass dran. Ich weiß nicht, warum auf einmal. Julian mit der gelben Karte, Trikot zupfen. Und Stuttgart wieder mit einer Möglichkeit. Jujic auf Arne irgendwas. Olaf ist unten im Eck, hat die Kugel im Nachfassen. Auch er haut hier die Glanzparaden raus und hier Fabian, jemand, der auf jeden Fall bei weitem raussticht, gerade in dieser Partie und denke ich da auch maßgeblich beteiligt ist an diesen vielen Chancen, die wir haben. Aber wir müssen jetzt doch mal endlich was machen. Ja, wir müssen doch mal den Ball irgendwie zwingender aufs Tor bekommen und den mal reinmachen. Fabian zieht knapp vor der Strafraummarkierung ab, aber haut den übers Tor drüber. Also so viele Möglichkeiten, wie wir in der ersten Halbzeit hatten, ne? Das haben wir manchmal in einem kompletten Spiel nicht gegen Stuttgart und wir machen einfach nichts draus. Ich meine, muss man auch einfach sagen, guckt euch die Noten in der Defensive an bei Stuttgart. Die halten ihre Mannschaft auf jeden Fall krass im Spiel, ja, aber da muss doch mehr kommen, bitte. Ich bitte euch. Wir gehen in die Halbzeit. 0:0 ist auf jeden Fall weit hinter den Erwartungen für dieses Spiel. Impact wird hier auf jeden Fall von mir persönlich motiviert. Ja, und der Rest ist mir eigentlich relativ Wayne. Spieler wirken unzufrieden. Können sie auch so ein bisschen mit sich sein? Ich meine, ganz ehrlich. Ja, bei den Chancen, die wir haben in dieser Partie gerade, kann man aber unzufrieden mit sich sein. Impact auf jeden Fall moraltechnisch. Richtig on point jetzt. Hat eine 92 gerade. Komm da, Impact. Da muss was gehen, Mann. Da muss was gehen. Zeig, warum du Weltfußballer geworden bist. Beweis es. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Voll konzentriert. Und hoffentlich mal langsam mit einem Tor. Guter Angriff über rechts. Marios Ball kann die Reingabe von Impact aber mit einer starken Aktion klären. Warum gibt Impact überhaupt die Bälle rein? Auch so eine Sache, die ich mich frage. Tim schaltet sich in die Angriffsbemühungen ein. Ball landet bei Fabian. Der geht an Rosbach vorbei. Schickt Mirino steil. Der scheitert aber an Wiedwald. Oh, ist das ekelhaft. Ich meine, im Endeffekt muss man dann auch einfach sagen, die Defensive von Stuttgart macht es auch einfach überragend gerade. Marte kriegt hier die gelbe Karte nach Tackling gegen João Mario. Die machen es halt auch einfach überragend. Ne? Und das ist so ein typisches Spiel, wo wir 1:0 verlieren wieder. Sag ich ja. Da ist das 1:0. Da ist das 1:0. Es ist zum Kotzen. Typisches Spiel. Absolut typisch. Das geht doch so nicht, Leute. Mann, was ist denn das schon wieder? Das ist wirklich so ein typisches Spiel, wo wir die absolute Oberhand haben. Nichts gebacken bekommen.
Und der Gegner einfach, ja, und Tim fängt sich hier jetzt noch die gelb-rote Karte. Ich wollte ihn gerade auswechseln. Ganz, ganz stark. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir gehen da jetzt mit der Dreierkette in der Defensive. Wir wechseln aus. Es ist absolutes Kackspiel schon wieder. Das entwickelt sich hier gerade komplett ins Negative. Wir wechseln da Impact und Nils. Impact und Nils aus. Nee, Impact und Daniel wechseln wir aus. Unsere beiden Besten eigentlich auf dem Feld, aber bringt ja nichts, wenn sie momentan echt keine guten Noten haben in dieser Partie und da nicht wirklich zum Zuge gekommen sind. Und diese Partie, das ist einfach nur wieder ganz, 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 ganz typisch. Also, es ist so Klischee, wie es Klischee sein kann im Fußballmanager. Wir haben 16 verfickte Chancen gehabt, der Gegner 3 und es steht 1:0 für Stuttgart. Und wir sind jetzt auch noch in Unterzahl. Das ist wieder so hart typisch. Aber soll man sich darüber aufregen? Ist halt dann einfach so. Kann man gerade nichts dran ändern. Wiedwald hat hier alle Zeit der Welt. Stuttgart spielt natürlich jetzt auch wieder auf Zeit. Ja, natürlich. Was sollen sie auch anders tun? Die wollen das über die Zeit bringen. Das Ergebnis. Lapsus von Marte bringt Fabian ins Spiel. Der schießt aus 16 Meter knapp vorbei. Ja, das soll halt einfach nicht sein. Wiedwald lässt sich hier zu viel Zeit für den Schiri, kriegt die gelbe Karte, würde uns momentan immer noch auf dem ersten Platz behalten, aber es ist halt einfach nur lächerlich. Wir sagen jetzt mal voller Angriff. Wir müssen was tun. Wir müssen absolut was tun jetzt. Und Stuttgart spielt auf jeden Fall auf Zeit. Das ist halt dann auch wieder typisch. Wir wechseln jetzt nochmal. Tut mir leid für Fabian, aber wir holen mal Markus rein. Auch jemanden in der Offensive. Ich meine, Fabian hat ein ultra starkes Spiel gemacht, gar keine Frage. Aber hat dann auch nicht wirklich irgendwas Zählbares auf den Platz bekommen. Und wir brauchen jetzt irgendwas. Und Markus war in den letzten Spielen, gerade ja auch gegen Leverkusen im letzten Spiel, absolut stark. Nils mit der 5. Die Einwechslung war auf jeden Fall schon mal gar nichts. Ach, das ist doch wieder Kacke. Das ist doch wieder echt Kacke. Sehr gute Möglichkeit jetzt für uns. Freistoß, Joao Mario. Mit einem irren Freistoß scheint zunächst über das Tor zu gehen, senkt sich dann aber blitzartig ab und passt genau in den Winkel. Ja! Joao Mario, meine Damen und Herren. Wir sind ganz, ganz knapp vor der Tribüne, aber das ist wieder ein Emotionsspiel. Aber was das für ein Emotionsspiel ist. Joao Mario mit einem Weltklasse-Freistoß, muss man einfach sagen. Alter Schwede. Was ein kranker Freistoß, meine Freunde. Nils flankt von der linken Seite. Wiedwald fliegt unter der Hereingabe durch. David ist zu überrascht und kann die Chance nicht nutzen. Meine Güte, immer wieder sind die zu überrascht. Immer. Nochmal eine schöne Kombination hier von Stuttgart. Ulrich hat aufgepasst. Klärt zur Ecke. Peter Matthias bringt die Ecke rein. Olaf kommt heraus, fängt die sicher ab. 4 Minuten werden nachgespielt. Und dann muss es Joao Mario mit einem Standard machen. Und nochmal die Möglichkeit für Stuttgart. Das könnte das 2:1 werden. Wäre wieder typisch. Und Stand im Abseits. Ja. Gegner hat sogar getroffen und Stuttgart bekommt nochmal die Möglichkeit. Nochmal die Ecke. Olaf kommt nicht entscheidend genug heraus. Hat aber Glück, dass der Kopfball von Stegemann daneben geht. Eieiei, da sind wir sogar nochmal am Zittern. Wir trennen uns hier 1:1 gegen Stuttgart. Absolut lächerlich, dieses Spiel schon wieder. Gelb-rote Karte von Tim. Auch absolut scheiße. Ist das wieder nervig, ne? Also wir trennen uns hier 1:1. Wir sind immer noch 3 Punkte. Wir haben immer noch 3 Punkte Abstand. Aber das war schon wieder ein richtiges Kackspiel. Frag mich, was mit der Mannschaft los ist, ey. Das ist nervig. Einfach nur nervig. Wir sind so weit hinter unseren Ansprüchen eigentlich, was diese Spiele angeht. Wir sind da immer so ganz, ganz knapp. Ganz knapp retten wir uns irgendwie. Das muss nicht sein. Das
darf auch eigentlich es sein mit unserer Qualität. Wir gehen weiter in den Nachbericht. So Leute, was soll man heute zu dem Spiel sagen? Wir haben es stark gemacht. Wir haben Stuttgart eigentlich komplett an die Wand gespielt. Die gelb-rote Karte von Tim hat sie dann rangebracht. Sie haben glücklich das 1:0 gemacht. Ja, wir haben auch mehr Chancen gehabt, mehr Torchancen gehabt, als es hier steht. Zumindest im Ticker hatten wir mehr. Hatten wir, glaube ich, 20 oder so. Nichtsdestotrotz haben wir doppelt so viele Chancen gehabt. Es steht 1:1. Wir waren mal wieder nicht zwingend genug vorm Tor. Schon wieder ein Unentschieden, schon wieder ein dummes Unentschieden. Die Chancenverwertung geht hart in den Keller mittlerweile. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, Chancenverwertung ist echt, die geht so hart runter gerade. Und daran hapert es auch momentan, dass wir einfach nicht mehr so zwingend vorm Tor sind und uns so viele Möglichkeiten entgehen lassen. Und das ist anstrengend. Das ist einfach nur anstrengend. João Mario in der Mannschaft der Woche hat er sich auch vollkommen verdient mit seinem Freistoß, der genau in den Winkel gepasst hat, wie zu Basa Usora mit dem Topspin rein. Ja, super Ding gemacht. Und ja, man muss auch einfach mal die Defensive von Stuttgart hervorheben. Ja, man muss auch einfach mal anerkennen, guckt euch die Noten an. Peter Matthias, Spieler von uns, heute mit der 1, der hat eine 83 mittlerweile auf links. Okay, ist jetzt auch in einer 17er Form, ne, aber hat standardmäßig eine 80. Zetterer, der sich dann verletzt hat jetzt für 3 Wochen, ist natürlich bitter, hat auch überragend gespielt. Alle anderen waren auch richtig stark. Offensiv ging eigentlich kaum was bei Stuttgart. Bis auf dieses eine mega glückliche Tor. Und das ist dann halt einfach drin. Das war so ein typisches Spiel. Ja. Tja, machst du nix. Impact muss langsam aufpassen. Ist nur noch 3 Punkte vorne. Also 3 Tore. Topscorer-mäßig immer noch 7. Weil er halt auch 6 Vorlagen hat. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Und wir sind nicht mehr die fairste Mannschaft. Ja, das ist auch so eine Sache. Ja, wir sind in letzter Zeit so hart unfair. Es ist halt immer wieder, zum Start der Rückrunde ist es einfach eine neue Saison. Ganz, ganz einfach. Sascha ist jetzt 3 Spiele gesperrt. Tim ist gesperrt. Und auch Julian ist gesperrt. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, Prost Mahlzeit. Und dann müssen wir wen aus der zweiten Mannschaft hochholen für die Innenverteidigung jetzt gegen Bayern. Es ist ja mal jetzt richtig scheiße. Wir haben einfach keine Innenverteidiger. Doch, wir haben Neil. Wir haben Neil und jemanden aus der zweiten Mannschaft für die Innenverteidiger. Wir müssen einfach 2 Innenverteidiger aus der zweiten Mannschaft hochholen. Gut, dass wir da Fabian Meyer haben. Der hat eine 75. Er kommt hoch fürs nächste Spiel. Ja, Tim ist auch hier verletzt. Gesperrt, meine ich. Und dann nehmen wir Mertesacker mit. In die erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Sonst haben wir nämlich keinen Innenverteidiger auf der Bank. Ja, ganz, ganz stark. Also Wanyama verletzt und Julian und Tim gesperrt. Geil, dann spielen jetzt Neil und wo ist er? Fabian. Beide in der Innenverteidigung und Max geht auf die Bank für das nächste Spiel gegen Bayern. Geil. Das wird ja auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich meine, ganz klar, ich habe das Vertrauen in die Leute, ne, dass sie das machen können, dass sie das schaffen. Fabian, auch ein sehr, sehr starker Spieler mittlerweile. Aber das ist ja mal absolut ekelhaft. 3 Leute sind momentan gesperrt. 3 eigentlich, ja, schon, also 2 davon, auf jeden Fall. 3 davon eigentlich Stammspieler. Ja, Sascha, Julian und Wanyama ist verletzt. Ja, läuft gut. Wir müssen mal gucken, wie es gegen die Bayern läuft. Wir sind jetzt auf jeden Fall gegen Bayern nicht mehr so überragend stark. Die haben auch schon wieder fast eine 900. Aber wenn wir es jetzt gegen die Bayern wieder hinbekommen, ein gutes Spiel auf den Platz zu bringen, dann sind wir wieder ein bisschen weiter weg von ihnen. Hinspiel haben wir 3:0 gewonnen. Es läuft momentan echt nicht so gut für uns. Aber nur aufgrund der Chancenverwertung. Wenn wir das hinbekommen, gegen die Bayern wieder eine bessere Chancenverwertung auf den Platz zu bekommen, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das gegen die Bayern auch... Wir können eigentlich jede Mannschaft besiegen. Ja, wir können echt jede Mannschaft besiegen. Momentan machen wir uns das Leben nur selber schwer. Ist halt einfach so. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Kommentiert. Feedback immer sehr, sehr geil, Leute. Wie gesagt, ich nehme weit im Voraus auf, weil ich einfach Bock habe, gerade weiterzuspielen. Und ja, ich würde sagen, macht's gut.
Haut rein, macht euch einen wunderschönen Tag. Das müsste die Dienstagsfolge gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche oder ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Haut rein.